schlimm. Ja, wer hat denn das erzählt? Nee. Ich habe mir erzählt, dass das ja. Sag mal, hallo? Nee, der hat ja ein Haus, drei Häuser weg von mir. Okay. Mit seiner Frau zusammen. Also, alles gut, Herr Platz auch. Ja. Lass mal mich kurz sehen. Okay, aber jetzt geht es weg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, vor allem lieber Herr Bartmeier, danke schon gleich, dass wir hier mehr oder weniger die Gastfreundschaft genießen dürfen. Ich darf Sie alle begrüßen zu unserer Pressekonferenz Blaue Nacht 2023, die unter dem Motto Botschaften steht. Und deshalb werde ich jetzt gleich die erste Botschaft ausgeben. Es fühlt sich für mich fantastisch an, das Gefühl zu haben, wir haben wieder Anschluss wie 2019. Wir mussten keine Überlegungen anstellen. Können wir, dürfen wir, geht es, ist es möglich, eine solche Großveranstaltung wie gewohnt durchzuführen. Also von daher, diese Botschaft ist gelungen. Die Blaue Nacht findet statt und darauf freuen wir uns alle. Dr. Carolina Haderer, die Marketingleiterin der Nürnberger Versicherung, heute auch hier ist, die ja auch, wie sie mir gesagt hat, sozusagen mit der Nürnberger Versicherung schon von Anfang an Partner mit der Blauen Nacht ist. Wunderbar ist auch, dass Herr Linder, der sozusagen bei Frau Hassmann steht, auch heute hier ist. Er ist der Leiter der Konzern- und Kommunikation der Nürnberg, der Energie Aktiengesellschaft, muss ich noch richtig aussprechen lernen. Und ich weiß ja auch, Sie haben Ihren Partner dabei, der auch für das operative Sponsoring-Geschäft zuständig ist. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft. Servus. Guten Morgen.